einfach in den Spinat jetzt rein. So. Der das Ganze jetzt erstmal richtig lecker macht. Parallel dazu sind die Nudeln fertig. Ne, im Ernst, sie sind echt fertig. Jetzt habe ich die Kelle vergessen. Morgen, Leute. Jetzt wird erstmal schön gefrühstückt. Ja. Sogar mit einem leckeren Ei. Das mache ich dann folgendermaßen. Ne? Erst kommt Buko aufs Brötchen und dann darauf Ei. Göttlich. Müsst ihr ausprobieren. Und hier sind die Brötchen, die sind jetzt fertig. Und dann sage ich mal so, bis später. Guten Tag, meine Lieben. Nein, wir haben nicht mehr Mittag, aber Nachmittag. Na, so ist halt mal am Sonntag. Na, da läuft mal alles nicht so, ne? Irgendwie auch, immer mal war nicht fertig gemacht. Ich werde mich jetzt auch nicht mehr fertig machen, ne? Weil wegen ja Sonntag. Auf jeden Fall fangen wir es mal an zu kochen, ne? Es gibt, also das nennt sich Spaghetti-Gratin mit Spinat und Tomate. Aber natürlich nicht jetzt auflaufen, sondern einfach so. Das ist nämlich auch sehr, sehr, sehr lecker. Und zwar brauchen wir, ich fange an, 300 Gramm Blattspinat haben wir hier. Dann drei Tomaten, ich denke mal zwei reichen auch, weil die sind sehr gloss. Die sind so gloss wie meine Kopf. Ne? Dann natürlich noch ein paar Pizzatomaten für die Soße. Hier haben wir Gorgonzola, das sind 30 Gramm, also jeweils zu 15 Gramm eingepackt. Dann Schalotte und Zwiebel, klar. Da fällt schon Pelle ab hier. Ne? Nudeln haben wir hier Spaghetti. Das war's. Was ist das? Ja, dann natürlich noch so Gewürze, ne? Süßstoff vielleicht noch und so und eigentlich auch noch Tomatensaft, aber das ist ja immer nur so groß, ne? Und das wäre viel zu viel. Deshalb lassen wir mal weg, weil mit den Pizzatomaten geht das. Ja gut, fangen wir an. Tomaten, also eigentlich in heißes Wasser, ne? So einritzen, dann holten, aber muss man nicht. Insofern muss das so gehen. Fangen wir mal an. Wir haben ja sogar so ein cooles Tomatenmesser, ne? Nee. Oh, ist ja gar nicht so viel sauber. Moment, ich muss das eben suchen, weil mit dem hier geht schlecht. Moment, oh, was ist das? Oh, ich sehe es schon am Abspülen. Okay. Wow, gar nicht dreckig. Okay, fangen wir an, ne? Tomaten und danach der Knoblauch und die Schalotte. Okay, fertig. Also natürlich habe ich schon die Nudeln angemacht, ne, die jetzt schon drin sind. Und hier haben wir einmal Tomaten. Ich habe doch nur zwei genommen. Ich denke mal, das reicht. Die kommen jetzt in den Töpfchen. Moment. Zusammen mit der Schalotte und dem Knoblauch. Das ist die erste Schalotte. So. Und dann pressy pressy. Zack, zack. So. Nächste auch noch. Ich glaube, ich nehme nur noch eine kleine. Weil zu viel Knoblauch mag ich nicht. Nehmen wir nur noch hier so ein bisschen. Okay. So. Das muss jetzt ein bisschen
gedünstet werden. Hm? Glasig dünsten. Achso, ich hätte ja gut. Ich hätte erst nur die Schalotte machen müssen und Knoblauch, aber. Und dann kommt gleich der hier dazu. Da kann der Spinat jetzt rein. So. Der das Ganze jetzt erstmal richtig lecker macht. Parallel dazu sind die Nudeln fertig. Nee, im Ernst, wir sind echt fertig. Jetzt habe ich die Kelle vergessen. Okidoki. Spinat ist drin und so einigermaßen aufgetaut. Jetzt würzen wir das mit Salz, Pfeffer und Basilikum. Ne, dass es auch ein bisschen Geschmack hat. Boah, da kommt ja super viel raus. Okay. Dann kommt jetzt hier von was rein. Pizzatomaten. Ich würde mal so sagen, Viertel, höchstens halb. Oder halb. Weil die Soße ist lecker. Die ist so lecker, Leute. Also ungefähr halb. Okay. Sehr gut. Muss es ein bisschen verkochen und dann kommt noch Gorgonzola und das war's. So, wie gesagt, der letzte Schritt ist der Gorgonzola, der einfach dazu kommt. Das ist natürlich das Leckerste, ne? Klar. Okay. Dann noch mal so, ne, 2 Minuten köcheln lassen, dann ist es fertig. Es ist fertig. Das werden wir jetzt lecker essen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Bye, bye.